Hallo meine Lieben, wir sind gerade spazieren, meinem Hundi und der Mel, weil der Hund muss Gassi gehen und ich nehme dann immer die Kleine mit oder ein Klein oder ein Baby auf jeden Fall. Ja, ich zeige es euch gleich nochmal, es liegt in unserem Quattro, wir haben hier nur noch den Quattro. Den Bugaboo habe ich ja verkauft. So, jetzt müssen wir uns schnell einmal Gassi gehen. Weil wir gleich wieder los müssen. Meine Eltern sind gerade beim Arzt, mit meinem Vater. Und danach müssen wir zu unserem neuen Haus. Also in das Nachbardorf von unserem neuen Haus. Also die, das ist eine Stadt, glaube ich, schon oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall so eine kleine Stadt, glaube ich. Ja, da müssen wir hin. Peace, komm! Ich muss das Verdeck mal runter machen. Die Sonne ist zu doll für mich. So. Ja, wir müssen auf jeden Fall dahin, weil mein Bruder muss ja in eine neue Schule, wenn wir jetzt umziehen. Er kann leider nicht hier bleiben in der Schule, weil jetzt geht er im Moment in unserem Dorf in die Schule. Und ja, er geht jetzt in die 3. Klasse und er hat jetzt eigentlich nur noch ein Jahr. Und Er hätte sowieso die Schule wechseln müssen, deswegen dachten wir uns, bevor wir jetzt jeden Tag hierher fahren oder er irgendwie mit dem Bus und mit dem Fahrrad hier hinfahren muss, wechselt er einfach die Schule, weil er muss ja sowieso nächstes Jahr wechseln. Hier geht es nur bis zur 4. und dann muss er in der 5. wechseln und da in der Schule kann er weitermachen, also kann er bis zur 10. durchmachen. Und das haben wir gesagt, finden wir gut, also meine Eltern haben das beschlossen und deswegen würde die Schule wechseln. Und dann müssen wir ihn natürlich heute anmelden für. Kann ich einfach da zur Schule gehen. Heute ist Mittwoch, der 19. 7. genau. Und ich habe heute schulfrei. Deswegen bin ich auch so früh unterwegs. Wir haben es ungefähr 9:30. Ja. Heute Nachmittag grill ich mit meiner Klasse. Deswegen habe ich auch heute schulfrei, weil ich heute Nachmittag eine Schulveranstaltung habe, also wir grillen so ein bisschen. Ja, weil ja in 2 Tagen gibt es ja Zeugnisse. Bei uns hier zumindest. Und am 24. ist dann der erste Ferientag bei uns. Einige haben wir schon Ferien. Ja, ich habe gestern noch eine Arbeit geschrieben, was ich total bescheuert finde. Also gestern waren bei uns die Konferenzen für die. Ich muss euch mal kurz ein bisschen runter machen, weil da seht ihr gleich so das Ortsschild von uns. Wir gehen jetzt kurz ein bisschen hier raus. Ihr kennt das ja hier schon, wir sind schon so oft hier gewesen. Ja, gestern waren bei uns die Zeugniskonferenzen und ich sollte im Ernst noch an dem Tag eine Arbeit schreiben. Finde ich echt ein bisschen bescheuert. Aber gut, ist halt so. Sonst geht eigentlich alles. Also Schule ist jetzt soweit fertig. Letzte Woche ist ja eigentlich immer so frei sozusagen. Also wir haben bis jetzt keinen richtigen Unterricht gehabt in dieser Woche. Also Montag nicht, Dienstag auch nicht, also gestern. Also es ist wirklich so Pille-Palle. Ja, morgen habe ich auch schulfrei, aber den ganzen Tag. Da muss ich nicht irgendwie zum Grillen oder so, weil da haben wir in der Schule Vogelschießen. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt von euch. Und ja, das ist so, dass das nur von der 5. bis zur 7. Klasse geht. Ich bin ja in der 11., also ich bin da nicht mehr mit bei. Und deswegen habe ich schulfrei und ja. Dann werde ich den Tag ein bisschen nutzen zum Videoschneiden, denn ich habe ungefähr 6 Videos, die ich gefilmt, also die ich aufgenommen habe, aber die ich noch schneiden muss. Das muss ich natürlich auch noch machen. Morgen kommt der letzte Vlog mit Jaden. Der ist aber schon längst online, wenn ihr das hier seht. Weil ich muss erstmal die ganzen anderen Videos abarbeiten. Aber ich wollte euch jetzt einfach mal ein bisschen was erzählen und ein bisschen spazieren gehen mit euch. Ich zeige euch gleich nochmal, wir haben ein paar Sachen neu. Ich war ja mit Mel, also für Mel war ich jetzt shoppen. Oh, da kommt ein Trecker. Oh oh. Bitte kommt ein Trecker.
Also ich habe für Melan geshoppt und zwei Sachen davon haben wir dabei. Die wollte ich euch gleich mal zeigen. Können sie auch eigentlich wieder aufmachen. Sonne ist nicht mehr so toll. Was kaufst du? Ich muss auch gleich wieder umdrehen, bevor meine Eltern kommen. Wenn meine Eltern da sind, fahren die direkt zur Schule und ich wollte gerne mitkommen. Deswegen muss ich gleich wieder zurück. Aber schaffen wir alles. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen warm für die Mel. Die können wir sowieso nämlich auspacken. Weil sie hat eine neue Decke bekommen, die seht ihr gleich. Die ist so, so süß. Ich finde die so unglaublich süß. Und ich habe... Ja, ich habe diese Decke gekauft. Die ist so pink. Und hat hier so ein süßes Nilpferd drauf. Schaut mal, ist das nicht richtig süß? Ihr seht das gar nicht so gut. Oh, da kommt ein Auto, links Auto. Mit so einem richtig süßen Nilpferd hier drauf. So richtig, richtig schnuckelig. Ein bisschen seht ihr das ja jetzt, seht ihr das ganz gut. Richtig, richtig süß. Und die ist so richtig flauschig. Und halt auch bestimmt richtig warm für die Mel. Deswegen packe ich die jetzt mal aus hier. Es ist heute ein bisschen windig. Ich fühle mich ein bisschen wie am Meer irgendwie. Also windig ist das. Halt nicht kalt, aber halt ein bisschen windig. Und deswegen decken wir sie mal nicht so doll ab. Dreh nach Hause. Komm. Ja, was wir noch neu haben und dabei haben, also ich habe noch mehr neu. Ich wollte jetzt nur nicht alles mitnehmen. Ist dieses süße Kuscheltier hier, das ist so eine Rasse, hört ihr das? Das ist richtig, richtig süß. Das ist so ein Zebra. Die machen ja ganz, ganz viele tolle Rasseln. Und ich finde die richtig, richtig schön. Das ist so ein kleiner Fuchs. Richtig süß, klein und handlich. Perfekt für Babys, würde ich sagen. Und die fand ich so süß. Und ich habe nur 50 Cent für sie bezahlt. Und dann habe ich sie einfach mitgenommen. Das war ja nicht so schlimm. Kann man ja mal machen. Ja, die Mel hat ihren blauen Overall an. Wie seht ihr das? Mein Spucktuch hier weg. Sie hat ihren blauen Overall an, genau. Und da seht ihr auch ein bisschen ihr Gesicht. Schnullerkette von der lieben Angelina haben wir auch dabei. Wir haben bei einer Verlosung gewonnen und da haben wir noch eine Schnullerkette gewonnen für sie. Richtig, richtig toll sieht die aus. Wenn sie da ist, zeige ich sie euch auch auf jeden Fall noch. Und ich verlinke sie auch gerne in der Infobox, also die Macherin davon. Weil ich finde ihre Arbeit wirklich sehr, sehr gut und so eine Schnullerkette zu verlosen, also sie hat direkt zwei verlost. Das ist schon, so eine Schnullerkette ist ja teuer und ich finde sowas echt cool und sowas muss dann auch ein bisschen, ja, in die Öffentlichkeit gebracht werden. Also ich werde sie auf jeden Fall verlinken, ihren Instagram-Account nämlich und dann könnt ihr da vorbeischauen. Sie macht wirklich ganz tolle Sachen, sie macht auch andere Sachen. Also mein Hund jagt gerade einen Vogel. Facecam. Sie macht auch so, so Kinderwagen-Anhänger und Kinderwagenketten und so. Also richtig, richtig tolle Sachen macht sie. Und ja, ich werde die Schnullerkette euch zeigen. Ich glaube, heute geht sie ungefähr zur Post. Dauert ungefähr 2 Tage. Und ja, dann zeige ich sie auf jeden Fall. Und dann verlinke ich ihren Instagram-Account auch unten in der Infobox. Sind wir auch gleich wieder zu Hause. Wir sind gleich wieder bei uns im Ort. Ich liebe diese Strecke hier. Ich werde das so vermissen, wenn wir hier ausziehen. Also klar, bei uns im Ort haben wir auch schöne Ecken. Aber wir haben halt nicht sowas in der Nähe hier. Also so ein Platz, wo wir schön Gassi gehen können, wo wirklich kaum Auto fährt, wo man mal spazieren gehen kann mit der Familie. Das fehlt halt. Und bei uns ist es so, dass wir sonntags eigentlich immer spazieren gehen mit der Familie. Also mit der kompletten Familie. Und das werden wir da nicht so gut können, weil wir sind halt direkt an der großen Straße. Klar, wir haben so eine kleine Nebenstraße, aber da fahren halt doch schon viele Autos. Das ist halt die Hauptstraße, ne? Und ja, wenn man dann rausgeht, dann kommt das nächste Dorf fast direkt und da ist halt auch nur große Straße und das ist halt total bescheuert. Ich muss mir auf jeden Fall noch irgendwas überlegen. Hinten gibt es einen kleinen Weg für die Hunde ganz gut. Da sind Fahrradfahrer und so verboten. Da darf man nur zu Fuß lang gehen. Das finde ich auch gut. Da werde ich auf jeden Fall auch mal spazieren gehen. Mit euch dann auch natürlich, mit den Kleinen. Der ist so zwischen den Feldern, so ein ganz, ganz kleiner Gang, finde ich richtig, richtig süß. Alter, meine Lieben, wie lange waren wir schon nicht mehr hier? Schaut euch mal bitte das Mais hier an. Das ist voll riesig schon. Ich war vor kurzem erst hier, da war es noch so lütt. Krass.
wird auch immer größer, finde ich. Also als ich noch klein war, da war es noch, als es geerntet wurde, nicht so hoch wie jetzt. Ich meine, jetzt ist es schon größer als ich und das dauert ja noch ein paar Monate, bis das überhaupt geerntet wird. Die haben nicht mal diese Zapfen, wie heißt das? Maiskolben? Kolben, genau. Ja. So, meine Lieben, und ich denke, wir würden uns dann verabschieden. Es wird gerade ziemlich windig. Hört ihr das? Es fühlt sich wirklich an, als wäre ich am Meer oder so. Ich will jetzt gar nicht am Meer sein. Ich glaube, es ist viel zu windig am Meer. Oh, ein Auto. Ich dachte gerade, der überfährt uns hier. Ja. Süße Mel sagt auch Tschüssi. Ihr seht sie gar nicht mehr. Das ist total schade. Komm her, Felix. Wir müssen sie ja mal zeigen. Sehen Sie sie jetzt? So, die kleine Maus. Ich hoffe, ihr habt sie gesehen. So. Gehen wir schnell zurück. Und, oh Gott, Felix, nicht so ziehen. Und dann würden wir, glaube ich, Tschüss sagen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr ihm gerne einen Daumen hoch geben. Und ja, schreibt gerne Kommentare zu dem Video. Also eure Meinung einfach gerne. Und dann wünsche ich euch noch einen ganz, ganz tollen Tag und bis zum nächsten Mal.